Und da sind wir schon wieder. Ja, ich habe das Lied nochmal neu gestartet, weil ich nicht möchte, wenn so ein Lied einfach mittendrin, ja, anfängt. Das ist übrigens auch Doctor Who. Und ja, ich muss mich manchmal auch auf den Text konzentrieren, den dieser Typ hier schreibt. Der Manu, der Kackbuhn hier, ne? Kann halt nicht jeder gut spielen können. Ach, war nur Spaß, der kann eigentlich gut spielen, aber man verarscht sich halt immer mal gerne unter Gamern. Werdet ihr sicherlich auch schon mitgekriegt haben. Und der hat halt jetzt da irgendwas gefunden, einen Mobspawner. Mobspawner sind Blöcke, die man nicht abbauen kann. So einfach, also da braucht man schon Godsheet, glaube ich, für. Ich glaube, selbst dann geht's nicht. Und die spawnen halt permanent Gegner. Sofern man nicht Fackeln drumherum setzt, spawnen die immer weiter Gegner. Es ist halt eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel eine Mobfalle zu bauen. Was wir bis jetzt noch nicht getan haben. Mobfallen sind Dinge, wo Mobs halt spawnen und direkt dann quasi getötet werden. Die Items gehen dann weiter und man braucht halt selbst quasi nur noch einsammeln. Was ist das, was ich eigentlich als einsammel? Das ist Feuerstein, meine Freunde. Und zwar nicht Fred-Feuerstein, sondern normaler Feuerstein. Und der ist feuersteinig. Also damit kann man Pfeile zum Beispiel machen oder auch Feuerzeuge, damit kann man Bäume abfackeln und so weiter. Was ich nicht demonstrieren möchte, weil ich mein schönes Baumhaus mag. Das Baumhaus ist übrigens gebaut aus Baumsamen, die ich mit Knochenmehl zum Wachsen gebracht habe. Knochenmehl ist so ein kleiner Trick. Ups. Ich muss die Fackel mal wieder recyceln. Ja, ich möchte nämlich nicht ständig neue Fackeln machen müssen. Deshalb recycle ich die in der Regel. Weil wenn da oben Monster spawnen, scheiß drauf, die fallen runter und sind tot. Fick dich, Monster. Fick dich, Creeper. Ah, ich komm nicht dran. Nein! Oh! Ach, was soll's. So. Jetzt muss ich erstmal einen Rundgang machen hier und die Fackeln wieder anbringen. Sonst bekomme ich gleich wieder eine üble Überraschung. Und das möchte ich nicht. Ich mag Überraschungen nur, wenn sie gut sind, wenn sie schöne Überraschungen sind. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel eine sehr schöne nackte Frau auf einmal in meinem Bett liegen würde, wäre eine schöne Überraschung. Ja. Naja, egal. Es ist jedenfalls noch nie überraschend passiert. Sagen wir es so. Und, warum erzähle ich sowas eigentlich? Jedenfalls, ich hack hier Steine und hack Steine und hack Steine. Ich weiß ja auch nicht, warum das so interessant sein soll. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum so viele Leute Gronkh gucken. Ich meine, er ist schon ganz lustig, während er das macht, aber was er da macht, ist im Prinzip nur stupides Steinehacken und das mache ich eigentlich auch. Aber naja, deshalb wollte ich eigentlich auch kein Minecraft-Let's Play machen, weil ich ehrlich gesagt dann wahrscheinlich mit Gronkh verglichen werden würde. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil Let's Player vergleichen finde ich ein bisschen... Ich finde Vergleiche generell so ein bisschen blöd. Oh, Zelda wieder. Aber jedem das seine. Ich finde halt, jeder hat eine eigene Art, jeder Let's Player. Ich schaue zum Beispiel unheimlich gerne Checkeye. Ich habe von ihm mal einen Bioshock 2 Let's Play gesehen und fand das sehr gut. Hat mir gefallen. Ich mag den jungen Mann, was auch immer. Und ich hoffe, er macht weiter. Ich hoffe, man wird noch viel von ihm sehen. Ich habe lange nicht mehr nachgeguckt, weil, wie gesagt, keine Zeit. Und das könnte wieder WoW sein, vom Soundtrack her. Ja, ist es auch. Ja, wie gesagt, ich möchte euch halt mit dem Soundtrack so ein bisschen Abwechslung aufbringen. Und das nicht alles jetzt so eintönig Minecraft-Musik machen oder halt eintönig Soundtracks machen. Deshalb habe ich mir eine Wiedergabeliste zusammengestellt von Soundtracks, weil ich denke mal, wenn ich hier rede
und da im Hintergrund zum Beispiel Disturbed laufen würde, ja, was ich auch sehr gerne höre, dann könntet ihr mir nicht mehr folgen. Also dann würde sich irgendjemand vielleicht auf die Hintergrundmusik konzentrieren und man könnte mich nicht mehr verstehen, weil im Hintergrund jemand labert und so weiter und so fort. Deshalb habe ich mich jetzt für instrumentale Soundtracks entschieden. Vielleicht werde ich in die nächste, also demnächst mal in die Playlist noch, David Garrett reinpacken, den ich auch sehr gerne höre. Und der ist halt auch instrumental, das heißt, da kommt dann auch nichts. Ach, fuck. Hab ich da irgendeine Spitzhacke? Nein, hab ich nicht. Ich will jetzt mal die Eisenhacke. Dreisterweise. Und habe auch gar nicht mehr so viel Platz im Inventar. Gehen wir mal wieder hoch. Same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, James. Ja, man springt prinzipiell und baut diese Steine unter sich und dann, beziehungsweise diese Gravel. Ich benutze dafür meistens Gravel, weil wenn ich irgendwie mal runterfallen sollte, bin ich zwar sowieso tot in dem Fall, aber... Okay, ich habe mich auch ein bisschen versetzt. Jetzt muss ich hier mal schauen. Dirt. Bisschen Dirt. Ein bisschen Dirt muss sein. Dann ist die Welt voll Sunshine. Nein, immer noch nicht ganz. So. Und wieder oben. Und wieder alles in die Kiste. Oh Gott, die ist ja schon wieder voll. Das ist jetzt suboptimal. Ich muss eine neue Kiste craften. Ist hier noch eine hin? Ja, da passt noch eine hin. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ho, ho. Doppelte Kistenpower. Zack, zack. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, was das für eine Musik ist. Aber sie kommt mir sehr bekannt vor. Logisch ist, weil ich das ist ja meine Musik. Klingt aber auch Flug der Karibik? Ich sag jetzt zu allem einfach Flug der Karibik. Es wird schon irgendwann stimmen. Ja, die brutzeln erstmal. Da mache ich. Klicke jetzt erstmal in diese Kiste den Farbstoff ab. Porkchop ab. Das brauche ich auch nicht. Gravel brauche ich auch nicht so viel. Das kann ich noch gebrauchen. Glas kann ich ablegen. Ja, das Glas kann ich auch ablegen. Das kann ich ablegen. Die Leitern brauche ich auch momentan nicht. Die Stone Axe brauche ich gerade auch nicht. Und das Steak behalte ich mal lieber. Und ja, das war's. Ja, ich denke mal 6. Ach. Machen wir gleich mal hier ein bisschen mehr draus. 8 Stück. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ziehen das mal hier alles runter. Okay, dann sollte ich jetzt vielleicht noch eine Schaufel machen. So, und runter geht's wieder! Yay! Hier könnte ich eigentlich auch mal wieder ein bisschen buddeln. In die Richtung. Da ist übrigens ein Lavasee, den ich gefunden habe. Ja. So, du gehst ab. Das werde ich jetzt demnächst mal machen und die ganzen Fackeln hier rausholen. Wir haben schon wieder eine Viertelstunde rum. Gute Güte, wie geht das schnell? Ja, es ist vielleicht immer noch ein bisschen langweilig für euch. Ich mache hier im Prinzip, baue ich hier wirklich nur Steine ab. Ja. Und ja, halt.
Aber soll's, wär's, wem das Display nicht gefällt, der soll's einfach nicht gucken. Ich meine, ich mach das ja prinzipiell in erster Linie nicht dafür, dass mir jemand zuguckt, sondern weil es mir prinzipiell auch Spaß macht und wenn ich sowieso spiele, kann ich es auch gleich aufnehmen und kommentieren, warum nicht. Ja. Also habe ich sowieso ein paar Fans da draußen. Yay! Und die werden wahrscheinlich auch diesen Müll hier gucken. Und ich hoffe, dass Caro diesen Müll guckt. Weh, wenn sie es nicht guckt. Mhm. Dann werde ich böse. Die hat nämlich für Dings gestimmt. Für Minecraft. Wenn die den Scheiß jetzt nicht guckt, dann weiß nicht, dann... Keine Ahnung, was ich denn mache. Irgendwas Böses, so. Okay, das kenne ich jetzt nicht. Zweifelsfall ist es Dr. Who. Ja, klingt nach Dr. Who. Ich hoffe mal nicht, dass die GEMA hier wieder irgendwas sperrt, nur weil hier irgendwie Musik im Hintergrund läuft. Das wäre jetzt nicht so schön, dass ihr euch dann irgendwie Proxys installieren müsstet, um das zu gucken. Das wäre schon arg suboptimal. Aber ja, kann man halt nichts machen. Muss gleich mal dann nach der Folge hier schauen, wie weit meine Festplattenauslastung ist. Vielleicht spiele ich dann einfach erstmal und konvertiere währenddessen die nächsten Videos. Also die Videos, die ich jetzt schon aufgenommen habe, zusammen. Und lass dann halt quasi. Also kann dann halt zumindest die alten löschen. Und habe dann aus 12 GB Videomaterial circa 100 MB gemacht. Ich weiß, das ist cool. Ja. Qualitätsverlust ist dafür zwar riesig, aber was soll's. Mehr als 100 MB kann ich eh nicht hochladen. Sonst dauert das 3 Tage, bis ich das kriege. Oder bis ihr das kriegt. Und ja. Oh, es ist wieder Tag. Ich bin schon verdammt tief unten. Mal schauen, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Diamanten gefunden oder halt sonst irgendwas Mobartiges oder so und so weiter. Eigentlich müsste hier unten irgendwann Mob-Spawner kommen. Ich müsste eigentlich theoretisch irgendwann einfach zufällig mal auf so einen Dungeon stoßen. Mit Truhen. Oh, jetzt hätte ich mich fast erschreckt vor der Kohle. Ja. Jedenfalls. Ich werde einfach mal schauen, wenn ich keine weitere Folge mehr machen kann aus Festplattengründen, dann baue ich hier einfach erstmal weiter und konvertiere währenddessen und lasse euch dann quasi danach wieder an meinem Minecraft, an meinen Superior Minecraft Skillords teilhaben. Regel Nummer 1, nie den Block wegbuddeln, der direkt über einem ist. Regel Nummer 2, nie den Block wegbuddeln, der direkt unter einem ist. Regel Nummer 3, bück dich, Fee, Wunsch ist Wunsch. Und Regel Nummer 4, deine Mutter schützt beim Kacken. Ja, wir sind auch gleich schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Und ja. Dann, weiß nicht, schaue ich gleich einfach mal. Oh, Eisen. Der Seed für diese Welt ist übrigens Jigsaw, genauso wie der Typ aus Saw. Ich glaube zumindest Jigsaw, vielleicht ist es auch Saw einfach nur, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall was mit Saw. Und ja, ich hoffe mal, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Tüdelü.